Oh, es kommt schon schön raus hier. Und das ist eine Klimaanlage. Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Heizen mit einer Klimaanlage. Ja, das ist möglich. Nicht mit allen. Welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen und welche Vorteile das mit sich bringt, mit einer solchen Klimaanlage zu heizen, das zeige ich euch jetzt. Ja, das hier ist eine sogenannte Split-Klimaanlage. Ihr könnt sehen, die ist jetzt hier auf 30 Grad eingestellt und heizt den Raum eben entsprechend auf. Das hier ist die entsprechende Fernbedienung dazu und ich kann natürlich jetzt auch die Temperatur runterregeln und wenn ich die jetzt unter der Außentemperatur regle, dann fängt sie an entsprechend zu kühlen und wenn ich sie hoch regle, ja, dann heizt sie halt, wie gesagt. Ich mache sie jetzt erstmal aus, damit man mich besser versteht. Ja, wie funktioniert das jetzt? Das hier ist wie gesagt eine solche Split-Klimaanlage, die ist gesplittet und besteht aus einem Außenteil, einem Innenteil und es ist eben möglich, mit dieser zu heizen. Die Klimaanlage hat ein Umschaltventil, die dann eben entsprechend so funktioniert wie eine Wärmepumpe zum Heizen. Ja, genauer gesagt entspricht technisch gesehen eine solche Klimaanlage hier den Aufbau einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Und ja, diese Split-Funktion ermöglicht es eben entsprechend zu heizen oder zu kühlen, wie ich euch das eben gezeigt habe. In der Wärmepumpe, da zirkuliert ein Kältemittel, das im Falle der, ja, dieser Luft-Luft-Wärmepumpe der Außenluft eben Wärme entzieht und dabei verdampft. Das dampfförmige Kältemittel wird in einem mit Strom betriebenen Kompressor dann verdichtet. Dadurch erhöht sich die Temperatur dann so weit, dass die Wärme über einen Wärmetauscher an die Raumluft eben abgegeben werden kann. Das Kältemittel wird durch die Wärmeabgabe dann wieder flüssig und ja, das Expansionsventil, das entspannt sich dann eben wieder und der Kreislauf beginnt dann von vorne. Im Kühlmodus funktioniert der ganze Vorgang dann entsprechend andersrum. Ja, wann macht eine solche Klimaanlage mit Heizfunktion jetzt Sinn? Die macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel meiner Meinung nach nur einzelne Räume damit beheizen will, wenn man zum Beispiel schon eine Solaranlage hat und damit das Ganze betreiben kann, dann ist es weitestgehend autark. Des Weiteren ist das leicht montiert. Man braucht eigentlich nur einen Stromanschluss, mehr nicht. Man muss hier nicht in das bestehende Heizsystem eingreifen. Und diese Geräte sind auch im Winter gut verfügbar. Im Sommer zudem ist noch die Möglichkeit da, dass man damit kühlen kann. Ja, zudem ist so ein direktes Gerät sehr effizient, da hier keine Verlustwege sind und die Wärme hier direkt in dem Raum abgegeben wird. Es ist also nicht noch so, dass hier irgendwo Heizungsrohre langlaufen, über die noch Wärme verloren geht, sondern wie gesagt, direkt hier im Raum kommt die Wärme an. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.